Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 21. Februar 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders als in westlichen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession. Das ist eine präzise Berechnung und übereinstimmt, so wie die Astronomen das auch berechnen. Es ist eine andere Berechnung. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Horoskopen. Diese Präzession bedeutet, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat und bewegt sich durch den platonischen Jahr. Ein platonischen Jahr dauert etwa 26.000 Jahre und befinden wir uns gerade im Wassermann-Zeitalter, was nach Maya-Berechnung im Dezember 2012 begonnen hat. Vor diesem Wassermann-Zeitalter waren wir noch im Fischenzeitalter. Die Wassermann-Zeitalter dauert bis etwa 4000 und dann folgt die Steinbock-Zeitalter. Und diese Bewegung wird in indischen Astrologie berücksichtigt. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und diese Sonnenbewegung zeigt die Monatsthemen und das spiegelt sich gerade bei Tierkreiszeichen Wassermann und das heißt Luftelement als erstes, von vielen verabschieden, loslassen, was uns den Atem raubt, dass wir endlich aufatmen können. Dann Wassermann und allgemein auch die Luftelement vermittelt Gedanken, Ideen und auch Kommunikation. Und das ist gerade intensiv, weil die Sonne gibt die Lebensenergie gerade in diesem Bereich, zeigt uns unserem Monatsthema. Suraya ist die Sonne in indischer Mythologie. Ich setze Suraya in Tierkreiszeichen Wassermann. In indischer Mythologie gibt es verschiedene Namen für Mond. Eine davon ist Soma. Soma befindet sich in der Tierkreiszeichen Jungfrau. Mond im Jungfrau. Die Sonne-Mond-Verbindung, diese Entfernung, nennt man Quinkungsaspekt. Und weil die beiden Lichter, Sonne und Mond, haben einen ganz großen Einfluss auf unserem Leben, durch die Mondenergie, sogar auf unserem Alltag, diese Verbindung, dieser Quinkungsaspekt löst heute Unsicherheit aus. Das etwas näher zu bringen, erzähle ich immer dieses Beispiel. Stellt euch vor, es ist ein Pendel vor euch, einen unbeweglichen Pendel und jemand möchte wissen, in welche Richtung wird dieser Pendel ausschlagen und ihr sollt es konkret sagen. Was würdet ihr antworten? Ihr würdet antworten, ich weiß es nicht. Vielleicht bewegt sich nach links, vielleicht bewegt sich nach rechts, vielleicht bleibt stehen. Ich weiß es nicht.
Und genau dieses Gefühl oder diese Antwort, ich weiß es nicht, das, was wir gerade verspüren, weil das, was die beiden Lichter uns spiegeln, was uns vermitteln, und weil die beiden Lichter haben einen Einfluss auf unserem Leben, so fühlt sich das heute auch an. Oder haben wir eine bestimmte Situation und jemand möchte eine klare Antwort und fühlen wir uns unsicher, hin und her gerissen und antworten, ja, ich habe keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht. Kann natürlich auch bedeuten, dass ihr stellt diese Frage und ihr bekommt gerade keine konkrete Antwort. Mars ist in Tierkreiszeichen Widder, Agni ist der Feuergott in indischer Mythologie und steht mit Mars in Verbindung. Mars oder Agni ist in Widder. Wie ich schon sagte in vergangenen Tagen, Mars fühlt sich hier sehr wohl im Widder, weil Mars herrscht über den Widder. Das heißt, die Mars-Energie kann ganz gut entfalten und das gibt uns die Kraft und den Mut, etwas in Bewegung setzen, uns durchsetzen. Und weil das eine männliche Energie ist, symbolisiert auch die Männer. Und viele Männer haben gerade Umbrüche, Veränderungen, Neuanfang in ihrem Leben. Merkur ist in Tierkreiszeichen Wassermann. Buddha ist die Sanskrit-Name für Merkur, wird aber mit 1D geschrieben. In meinem Bild ist Buddha mit 2D geschrieben und das bedeutet schon als Erleuchtende, aber ich habe kein anderes Bild dafür und ich setze diese Buddha für Merkur in Tierkreiszeichen Wassermann. Indra steht mit Jupiter in Verbindung. Und Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter vergrößert immer etwas, dehnt sich aus. Immerhin ist Jupiter ist die Riese, ist größer als Planet, als alle anderen Planeten zusammen. Was wird hier vergrößert? Die Wasserelement und das symbolisiert unsere Gefühle. Wir neigen sogar dazu, etwas übertreiben, empfindlich reagieren, weil wir das stärker verspüren und auch betonen, unseren Gefühlen. Und das ist nicht nur die Liebe oder Hingabe, sondern das kann auch Angst sein. Venus befindet sich in Schütze. Lakshmi ist die Name von indischen Mythologie. Für Venus, Venus im Schütze, Lakshmi. Venus ist der Planet der Schönheit. Steht auch hier oben drauf Schönheit. Schönheit, Harmonie und Ästhetik, Kunst, Kreativität. Wir können das mal so zusammenfassen, alles was schön ist, immer Venus. Venus ist eine weibliche Energie und steht auch für uns Frauen und symbolisiert auch die Liebe. Die beiden Liebenden, Mars und Venus, in klassischen griechischen Mythologie ist es Aphrodite und Ares, stehen in einer Harmonie, weil beide sind im selben Element. Beide sind gerade im Feuerelement. Und dieses Feuerelement hat auch was zum Sagen. Das ist aktiv, das brennt, das ist die Begeisterung und Wärme und Leidenschaft. Und das, was hier sich abspielt, bei dieser Liebesenergie, bei diesem Liebespaar. Schütze zeigt für uns Frauen etwas. Und das ist die Richtung. Und die Richtung sind unsere Wünsche.
weil Schütze zeigt im Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, und energetisch beschreibt es unseren Wünsche, unseren Herzenswünsche. Und das soll die Richtung sein. Und die Schütze zeigt uns das auch, wie wichtig das ist, auf unseren Träume, auf unseren Wünsche achten und das auch mal ernst nehmen. Und diese Ernsthaftigkeit zeigt auch Saturn im Schütze. Skandal steht in Verbindung zum Saturn. Und Saturn ist auch im Schütze und das vermittelt für uns alle als Lernaufgabe. Saturn belehrt uns auch. Mit Saturn endet sich die persönlichen Planeten. Und wir schauen die Elemente an, weil wir haben vier Grundelemente, Feuer, Erde, Luft und Wasser. Und es wirkt in unserem Alltag, damit begegnen wir überall in Natur und haben wir täglich damit zu tun. Und damit wir in Harmonie bleiben, im inneren Harmonie, brauchen wir alle vier Elemente. Und wir sollen täglich die kosmischen Einflüsse betrachten. Wie ist die Verteilung? Und heute ist es wundervoll, weil in allen Elementen sind Einflüsse. Mars, Venus, Saturn im Feuerelement, Mond ist im Erdeelement, Sonne, Merkur ist im Luftelement und Jupiter ist im Wasserelement. Von den Elementen her ist es die Harmonie. Von Sonne-Mond-Verbindung ist eine gewisse Unsicherheit, was die beiden Lichter heute in uns auslösen. Uranus bringt immer Umbrüche und Veränderungen in unserem Leben. Uranus ist im Widder. Widder zeigt auch Neuanfang, ein Neubeginn und Uranus aktiviert es auch bei vielen Menschen. Neptun zeigt unseren Träume und lässt uns inspirieren. Neptun, nach meiner Meinung nach, ist der Planet für Künstler. Und diese Inspiration, aber auch Intuition, was Neptun in uns aktiviert, ist in Tierkreiszeichen ein Wassermann. Natürlich, Wassermann zeigt auch Ideenreichtum. Und mit Uranus-Verbindung ist die Fantasie jetzt gerade sehr lebendig. Pluto zeigt uns die innere Kraft, auch die Notwendigkeit in unserem Leben trennen, kündigen, verabschieden, loslassen von alles, was uns bedrückt. Und so bleiben wir im Kern der Dinge, so bleiben wir in unserem inneren Kraft. Und diese Macht vermittelt in uns Pluto. Pluto ist im Schütze. Nicht nur Pluto zeigt diesen Loslassensprozess, diese Transformation, sondern nach Maya-Kalender auch die jetzigen Welle, wo wir uns befinden in sechsten Welle, aber das erkläre ich sofort. Zurück noch zum Astrologie. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser. Das ist die Tagesbewegung des Mondes und die Einflüsse von anderen Sternen, Sternbilder. Mond hat eine Eigenschaft, Mond saugt alles auf wie ein Schwamm und reflektiert uns weiter. Und die heutige Mondhaus in Tierkreiszeichen Jungfrau heißt Uttara Palguna und heißt Ernte. Alles, was wir gerade beginnen, das trägt Früchte, aber wir müssen das noch reifen lassen. Und weil hier im Mondhaus ist die Grenzbereich zwischen Löwe und Jungfrau, das zeigt sich auch in diesem Mondhaus, wo sich gerade die Mond bewegt, weil hier kommen zwei unterschiedliche Qualitäten zusammen. Aber
Die eine schließt den anderen nicht aus, weil die eine unterstützt den anderen. Die Begeisterung der Löwe und die Klugheit von der Jungfrau. Einmal die schöpferische Energie, die schöpferische Kraft der Löwe und das Umsetzen im Tat ist Jungfrau, weil Jungfrau ist Erdeelement und zeigt die Taten, die Realität. Also hier spüren wir die beiden Qualitäten. Heißt das auch für uns beide Seiten die Münzen anschauen. Und alles, was wir heute beginnen oder wir schließen uns mit etwas oder mit jemand ab, wo anderen Qualitäten vermittelt oder anderen Einsichten haben, trotzdem kommt das alles in Harmonie und das Reifenlassen, das trägt auch Früchte. Die Verbindungen. Sonne-Mond-Verbindung habe ich schon erklärt. Merkur und Venus steht immer noch eine schöne harmonische Verbindung. Venus im Schütze, Merkur im Wassermann. Und das harmonisiert sich miteinander, ist auch aktiv, weil auch die Feuerelement, auch die Luftelement, beide sind aktiv. Also kommt etwas in Bewegung und das ist eine Liebesnachricht. Das war diese Energie gestern schon so, heute immer noch. Und das kann eine gute Nachricht sein oder ein Liebesbrief, natürlich auch bei Venus-Energie. Aber es nähert sich eine neue Verbindung, was in die kommenden Tagen eintrifft. Und diese Annäherung wird sein, morgen schon eine Merkur- und Jupiter-Verbindung. Es ist nicht heute exakt, aber es ist eine Annäherung. Merkur läuft zum Jupiter zu, nicht direkt, aber zu einer Verbindung. Und sie werden eine Verbindung sein morgen. Und das ist eine Spannung. Und ich sage das jetzt schon im Vorfeld, was da passieren kann bei dieser Spannung. Entweder meinen wir, jetzt haben wir Glück, und war zu früh diese Freude da, wird ein Absage sein oder die Chancenmöglichkeiten sind begrenzt, da sind Hindernisse da, kann auch bedeuten, dass wir dann diese ganze Situation als ungerecht erleben, weil Jupiter zeigt auch Ungerechtigkeiten, damit wir in Augen da öffnen. Ich würde das mal so sagen, und da kommt meine Intuition. Heute haben wir, und auch gestern war schon so, eine schöne Merkur-Venus-Verbindung, und das bedeutet ein Liebesbrief, eine Liebesnachricht. Und dann freuen wir uns, und die Freude ist zu früh, oder die Hoffnung ist da, und mit Jupiter natürlich, die Gefühle werden sehr, sehr intensiv sein und wir bilden was ein oder wir denken, oh, jetzt klappt das alles. Vielleicht sogar übertreiben ein bisschen. Jupiter neigt dazu, dass etwas übertreibt. Und hier handelt es sich um Gefühle bei Wasserelement. Und wir rennen mit Tür ins Haus und die andere sagt, oh, ich habe doch keine Zeit oder zieht sich zurück. Kann auch sein, dass alles zu viel vom Guten ist und das löst aus dieser Spannung, was dann morgen da ist, eine Absage oder ein Rückzug und was passiert dann, was noch Jupiter auch auslöst. Wir empfinden das als ungerecht. Also die Gefühle lieber in den Zaun halten, dann kann nichts passieren. Und jetzt zu diesem geheimnisvollen Maya-Kalender. Die alten Mayas haben die Natur beobachtet, sie haben die wiederkehrenden Zyklen beobachtet, die kosmischen Einflüsse auch beobachtet und sie haben ein präzise Kalendersystem ausgearbeitet.
Leider wurde das durch die Inquisition, ein Teil davon vernichtet, aber ein Teil haben wir noch von diesen wertvollen Schätzen, von diesem Maya-Kalender. Und wenn wir nach Maya-Kalender leben, dann sind wir im Einklang, in Harmonie mit dem Natur, mit diesem wiederkehrenden Zyklen und auch mit den kosmischen Einflüssen. Unserem Kalendersystem, was wir kennen, was wir benutzen, hat mit Natur gar nichts zu tun. Wir leben in einem gregorianischen Kalender. Das hat Papst Gregor eingeführt und das hat aber mit der Natur gar nichts zu tun. Und wenn wir im Einklang sein möchten für die Natur, für die kosmischen Einflüsse, dann ist es klug, entweder mit Astrologie beschäftigen oder betrachten die chinesischen Astrologie, ist auch ein Kalendersystem, oder was ich bevorzuge, das ist die Maya-Kalender, weil das ist eine sehr, sehr präzise Berechnung. Bei den Mayas ist die 13 und die 20 ist die heilige Zahl, so ist das Kalendersystem aufgebaut. Und bei den Mayas dauert die Woche nicht 7 Tage, sondern 13 Tage. Und jetzt sind wir in die 6. Welle und das dauert 13 Tage lang, so ist wie eine Woche, wie wir das kennen. Und diese 6. Welle dauert bis 26. Februar 2019 und herrscht die Luftelement. Und das ist die Leichtigkeit, die Ideen und Kommunikation, all das, was die Luftelement uns vermittelt. Und jede Welle, so ist es auch mit dieser 6. Welle, hat eine Themen. Die jetzige Thema ist Tod und das bedeutet nicht einen Todesfall oder eine erbschaftliche Sache, sondern die Bedeutung ist die Angst, Unsicherheit überwinden, eine Transformation, vieles loslassen in unserem Leben, alte Verhaltensmuster, Gedankenmuster ablehnen, vieles zurücklassen, auch Erinnerungen, und das ist diese Transformation, die Erneuerungsprozess, damit etwas Neues entstehen kann. Wir vorbereiten uns etwas für Neues. Wir sind jetzt in einer Brücke, in einer Übergangsphase bei diesem 6. Welle. Was noch vermittelt diese Zeit uns? Das ist die Gegenwart leben und die inneren Gleichgewicht finden. Im heutigen Tag ist die Zahl 8 wirksam, so haben die Mayas das gezeichnet. Und diese 8 bedeutet bei den Mayas, dass diese Hin und Her, diese Unsicherheit, sollen wir in Harmonie bringen. Und dafür sorgen, dass das Harmonie-Gleichgewicht herrscht, etwas ausgleichen, etwas manifestieren mit diesem Harmonie und Gleichgewicht, dann verspüren wir auch die Kraft. Die heutige Symbol ist Ben, das ist dieses Symbol hier. Also Ben heißt dieses Symbol, übersetzt heißt es entweder Mais oder Schilfrohr, ist die Übersetzung und hat auch eine Bedeutung. Und dieses Symbol herrscht im heutigen Tag, das können wir mit Planetenkräften vergleichen. Und dieser Ben bedeutet übersetzt Himmelswanderer und verbindet Himmel und Erde. Die Symbol ist noch für diese Zeichen das Baum des Lebens. Und hier haben wir die Bedürfnis, so wie bei einem Baum, auch verwurzelt zu sein, verwurzelt, verankert zu sein. Und kommen wir in Verbindung zu unserem Ahnen, kommen wir
in Verbindung zu unseren Traditionen? Wo fühlen wir uns noch verwurzelt, verankert? Das ist auch unserem Zuhause und die Familie. Und erst dann, wenn diese Verwurzelung da ist, was uns Halt, Sicherheit und Stabilität gibt, dann kann das auch wachsen und ausdehnen. Und wir übergehen über unsere Grenzen, also im Grenzen hinaus ausdehnen. Und das ist diese Reise. Das ist diese Reise, vermittelt dieses Symbol auch die Reisende, eine neue Richtung, eine geheimnisvolle Reise und heißt auch Engelbotschaften. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat das überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jede da, das ist nicht für jede geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Diese Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.